Hallo Liesen und willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute mal eine etwas andere Perspektive und auch ein etwas anderes Video. Mir kam jetzt irgendwie gestern so in den Sinn, dass ich so überlegt habe, ich könnte ja eigentlich so mal meinen Vorratsschrank, meinen Lebensmittelvorratsschrank zeigen und euch mal zeigen, was ich irgendwie so immer im Haus habe oder ganz gerne im Haus habe, so dass man immer irgendwas kochen kann. Und ja, ich dachte mir, vielleicht interessiert es den einen oder anderen von euch. Deswegen zeige ich euch jetzt mal mein Regal, was ich hier im Hintergrund habe. Ich habe einmal hier dieses Regal, was ich so ein bisschen als Vorratsregal nutze. Und dann habe ich noch so zwei Fächer in der Küche, die zeige ich euch dann auch noch. Genau, und ja, wir schauen jetzt mal zusammen, was da alles so drin schlummert sozusagen. Ja, das obere Fach ist eigentlich mehr so eine Ablage für alles Mögliche oder so ein bisschen Krimskrams. Hier habe ich jetzt Teefilter, die sind von Celia, so für losen Tee. Dann habe ich hier noch ein paar Muffinförmchen, da hinten steht meine Filterflasche, ich weiß gar nicht mehr, wie die hieß, irgendwas mit Bobbel oder so, keine Ahnung. Da lässt sich Wasser filtern damit. Dann habe ich hier zwei Teesorten, die habe ich euch im Haul gezeigt, von Alnatura, Sonnenscheintee und Grüntee Jasmin. Dann habe ich hier eine kleine Teeuhr. Und das ist noch das Weihnachtsset, was ich von meiner Schwester bekommen habe. Das habe ich noch gar nicht benutzt, weil ich noch angefangene Chai-Tees hatte. Das ist von Yogi, diese schöne Tasse und zwei Chai-Tees. Und hier noch eine Flasche furztrockenen Rotwein, der richtig eklig ist. Weil ich einfach so richtig trockenen Wein überhaupt nicht mag. Den werde ich meinen Eltern mitnehmen. Genau, und wir gehen jetzt mal ein bisschen tiefer. So, ihr seht schon, da ist es ein bisschen voller. Da habe ich so alles Mögliche an Konserven. Ich fange jetzt mal rechts an. Hier hätten wir Hefeflocken, die benutze ich super gerne so für Nudeln als Parmesanersatz und sowas. Und dann habe ich immer so Dosengemüse da. Hier hätte ich jetzt Dosenmais. Dann habe ich, wartet mal, das steht erstmal hier rüber. Dann habe ich hier noch von Bon Duel Kichererbsen-Bohnenmix. Das gehört auch hier eher hin. Dann habe ich hier noch Kichererbsen, da wollte ich eigentlich mal noch Hummus draus machen. Genau, also so Dosengemüse habe ich eigentlich immer so da. Dann hier, wartet, hier sind noch die geschälten Tomaten, die hatte ich euch auch im Food Hall gezeigt. Mal ein bisschen umsortieren hier, damit ich nicht alles durcheinander mache. Genau, also wie gesagt, so Dosengemüse-Kram ist eigentlich immer bei mir da. Denn sowas wie so Dosenmais mache ich super gerne so an Couscous-Salat und sowas ran und muss ich eigentlich immer im Haus haben. Genau, dann sowas wie Kokosmilch brauche ich auch immer so für Soßen und so ein Kram. Dann habe ich hier noch, das war mal in irgendeiner Box, so eine kleine Dressingsoße noch von drei Spatzen, Joghurtdressing Bio, den muss ich mal noch irgendwann mit benutzen. Dann habe ich eigentlich auch immer da diese ja, Obstmarks, das ist jetzt Bio, Apfel und Mango. Hier hinten habe ich noch so rote Thai-Curry-Paste für halt Curry, aber auch für Gemüsepfannen und überall so zum Würzen. Und das hier ist schon relativ alt, das habe ich mal geschenkt bekommen. Ich weiß gar nicht, ob ich das noch benutzen kann. Das ist grüne Currypaste, die war, wartet mal, aber eigentlich wird das ja nicht schlecht, oder? Die war bis 29.01.2015, aber ich meine, das ist ja so ein Glas und ich glaube, die hält sich bestimmt eine ganze Weile. Genau, die muss ich aber auch irgendwann mal jetzt benutzen. Dann habe ich hier noch ein Olivenöl, das war in der Trend Trader Box. Gute Olivenöl habe ich auch sehr gerne im Haus, weil ich Olivenöle liebe. Weil sie einfach, wenn das ein gutes Olivenöl ist, Olivenöle haben ja wirklich ganz verschiedene Variationen. Manche sind richtig scharf, also das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Das schmeckt dann, als wäre da Chili oder so mit drin. Also manche sind wirklich richtig scharf und es gibt natürlich so Gemüse und anderen Speisen eine richtig geile Note. Manche sind eher fruchtig und mild, also ich bin echt so ein riesiger Olivenöl-Fan. Dann habe ich hier auch aus dem Food Hall dieses Zwiebelschmelz, das vegetarische bzw. vegane. Dann Erdnussmus, auch immer so nehme ich für Brot. Also wenn ich jetzt zum Beispiel, also einfach als Butterersatz mit Marmelade drauf, aber auch zum Beispiel für Soßen, Currys und irgendwie Erdnusssoßen und alles Mögliche. Hier habe ich noch die fertige Erdnusssoße aus dem Hall, dieses Erdnusssaté. Und hier hinten ist auch noch die... das indische Curry von Alnatura. Also ich habe auch ganz gerne mal sowas im Haus, wenn ich halt mal irgendwie was kochen will und es schnell gehen muss. Dann habe ich meistens auch da, kann ich eigentlich mal die Folie abmachen, so Sojasahne. Genau, die ist jetzt von Probamel, die Soja Cuisine, die finde ich sehr, sehr lecker. Ich hatte auch schon Reis, aber Reis ist immer so ein bisschen dünn. Die hat jetzt 18% Fett, die nehme ich sehr gerne zum Kochen. Dann habe ich hier noch, das hatte ich mal reduziert gekauft, esse ich eigentlich nicht so gerne. Das sind diese ja, Hefebrotaufstriche. Mag ich nicht so, aber ich hatte es mitgenommen, weil hatte nur noch, also hier die Hälfte, also 1,25 € oder so gekostet. Werde ich auch mal irgendwann mit aufbrauchen. So, dann habe ich hier Tahin. Das hatte ich mir mal gekauft, also das ist Sesammus-Tahin.
Das wollte ich eigentlich mal benutzen, auch um Hummus zu machen, weil da normalerweise eben noch so Sesammus mit dran kommt. Aber das kann man sicherlich auch gut benutzen, auch so, wenn man cremige Soßen und sowas macht. Dann Crema Balsamico habe ich auch immer da, kommt bei mir zum Beispiel auch über Couscous-Salat. Dann habe ich hier noch ein Päckchen Hefe, das nehme ich, wenn ich Brot backe. Dann habe ich hier noch ein Cassis-Balsam, also auch ein Balsamico-Essig. Ist das ein dicker oder ein dünner? Ne, das ist so ein ganz normaler dünner Essig. Der ist irgendwie mit schwarzer Johannisbeere, habe ich noch nicht probiert. Dann habe ich hier so Gewürze, habe ich auch immer da, da stehen aber die meisten in der Küche. Das habe ich noch nicht offen. Das ist hier von Brecht Toskana-Marinade, Kräuter, Zitrone, Gewürzzubereitung. Das war in der Trendtrader-Box. Und Kokosblütenzucker. Der klebt immer so ein bisschen zusammen, aber ich finde das Glas voll schön, auch so mit so einem Korkdeckel und so, war glaube ich auch in der Trendtrader-Box. Dann habe ich auch immer da so Salatkerne, weil ich die auch immer überall drüber gebe. Hier habe ich noch so ein Süßungsmittel, das war auch mal in irgendeiner Box, Natren Stevia, ich weiß gar nicht, ob das nur mit Stevia war. Ne, Fructose ist auch noch mit drin, aber halt so ein Stevia-Süßungsmittel, ja, muss ich mal irgendwann benutzen, aber ich nehme eigentlich meistens so Agavensüße oder sowas. Dann habe ich immer auch da Dinkelmilch, also Dinkeltrink oder halt auch mal Sojamilch, wenn ich bei Penny einkaufen gehe, aber ich mag halt Dinkel am liebsten. Hier habe ich noch, das zähle ich auch noch so zu Dosengemüse, aber ist halt keine Dose, Rotkohl. Ja, passt jetzt gerade nicht so zu der Jahreszeit, aber werde ich mir auch irgendwann mal machen. Apfelsaft habe ich immer da, den mixe ich mir mal mit Wasser. Dann habe ich hier noch von Yomu das Gerstengraspulver, das finde ich sehr, sehr gut. Das hat einen sehr schönen, frischen, grünen Geschmack. Mixe ich mir auch ganz gerne zusammen mit Apfelsaft, hat ganz viele Nährstoffe und Mineralien. Und Müsli habe ich auch meistens noch da von, meistens habe ich das von der Aldi Biomarke. Das hier war jetzt auch mal, glaube ich, in der Trendwader Box, das Schokomüsli, das war mega lecker. Da ist aber noch was drin. Genau, und dann gehen wir noch eine Etage tiefer. So, das ist meist so meine Nuss- und Trockenfrüchte-Abteilung sozusagen. Hier habe ich jetzt, das ist jetzt alles noch Koro, also das muss ich auch mal zusammenschütten. Ich habe hier irgendwie so viele angefangen, ne? Das sind Cranberries, das sind auch noch Cranberries, die muss ich mal zusammenkippen. Und hier hinten in dem großen Glas sind auch noch Cranberries. Ja, ich liebe Cranberries, machen sich zum Beispiel auch gut als so ein bisschen süß-herbe Note in Soßen. Dann habe ich hier noch einen letzten Rest von den Rosinen von Koro, die sind auch mega geil. Die sind nämlich so ganz, das sind so ganz große, dicke, saftige. Aber ich glaube, die waren geschwefelt. Ich bin mir allerdings gar nicht ganz sicher. Und ihr seht, ich habe das hier alles umgefüllt, weil ich ja mal diese Mottenplage hatte. Das sind alles diese Schnappverschlussgläser jetzt. Die gibt es bei Ikea oder diese Lock-and-Lock-Click-Boxen, wo halt wirklich nichts reinkommt. Hier habe ich jetzt noch eine leere, die nehme ich manchmal mit auf Arbeit, wenn ich mir Essen vorbereite und dann reinpacke. So, hier habe ich jetzt noch, was habe ich hier drin? Wartet mal. Genau. Hier habe ich jetzt noch, das habe ich auch ganz gerne da, diesen Kartoffelmix von Alnatura, der ist sehr lecker. Hier habe ich noch ein bisschen Puddingpulver. Dann habe ich hier, oh, ist der schon offen? Ich weiß gar nicht. Ah ja, der ist schon offen. Muss ich auch mal mit wieder benutzen. Maiskries habe ich sehr gerne da, zum Polenta machen. Könnt ihr dann, also wenn ihr das quasi gemacht habt, könnt ihr Polenta auf einem Blech ausstreichen und dann nochmal ja, anbraten sozusagen. Und dann habe ich hier noch, das war mal so eine Mischung, ich habe leider die Zubereitung weggeschmissen, das sind Sojaschnetzel und das war dann schon in irgendeiner Würzung, ich weiß es nicht genau. Ich glaube, das sollte sowas halt wie Geschnetzeltes dann werden, weil das sind echt ganz schön riesige Brocken. Ich muss das mal irgendwann machen, also die werden quasi in Wasser aufgeweicht und dann gebraten. Genau, die muss ich mir auch mal machen. Habe ich jetzt schon relativ lange hier in der Dose rumliegen. So, dann habe ich hier Datteln, auch von Koro und dann sind hier noch diese kleinen, warte, wie hießen die? Coquitos oder so, diese Mini-Kokosnüsse da. Also sehen wirklich aus wie kleine Kokosnüsse, schmecken auch so, sind nur ein bisschen trocken, finde ich. Was ich immer, wirklich immer, immer, immer im Haus haben muss, ohne geht's bei mir einfach nicht, ist Couscous. Couscous ist für mich einfach das geilste Nahrungs- und Lebensmittel, das es gibt, weil es einfach so schnell geht. Es geht für mich wirklich nichts über Couscous. Wenn ihr noch nie Couscous benutzt habt, kauft euch Couscous. Der war jetzt auch von Koro, ich weiß gar nicht, wie viel das hier sind. Das war auch nicht alles. Ich habe das auf mehrere Packungen aufgeteilt. Ich glaube, 2,5 Kilo waren das. Und Couscous ist einfach das Allergeilste. Ihr nehmt eine Tasse Couscous, gießt einfach 2 Tassen kochendes Wasser drüber, lasst ihn 3 Minuten einweichen bzw. ziehen und schon ist er fertig. Und dann könnt ihr ihn essen. Entweder ihr nehmt ihn als Beilage wie Reis oder ihr macht halt Couscous-Salat daraus. Ich schmeiß Couscous halt meistens zusammen halt mit verschiedenen Gemüsesachen, auch mal mit Salat und gebe dann einfach ein bisschen Öl noch, aber meistens nicht mal Öl. Also meistens mache ich dann nur Balsamico drüber, Creme, also Crema Balsamico
und esse das, weil es einfach mega lecker ist. Also ich mache immer quasi eine Tasse Couscous oder eine halbe Tasse, je nachdem, ob es für Arbeit reichen muss oder nicht. Und dann gebe ich halt immer noch Gemüsebrühe mit drüber, weil dann braucht ihr das auch nicht mehr würzen, wenn Gemüsebrühe schon mit dran ist. Und dann, wie gesagt, nur kochendes Wasser drüber und dann ist der in 3 Minuten fertig. Es gibt kein schnelleres Gericht als Couscous und der ist einfach so vielfältig und vielseitig einsetzbar. Deswegen, ich liebe Couscous. Genau. So, dann habe ich hier noch Haufen Chiasamen. Die hätte ich auch mal bei Koro bestellt, aber ich weiß gar nicht so genau. Ja, ich weiß nicht. Irgendwie, ich habe schon Chia-Pudding und so gegessen, aber das ist jetzt alles nicht so irgendwas, was mich so mega überzeugt. Also es ist okay, aber es ist jetzt nicht so, dass ich das jeden Tag essen muss. Ich habe es auch schon mal mit so Brotbacken und so benutzt, aber ja, Chia wird wirklich so ein bisschen überbewertet. Ich würde es mir auch nicht normal kaufen. Ich habe jetzt hier noch Haufen Chia da und ich muss mal gucken, was ich damit anstelle. Also man kann so rüber Müsli und so machen, aber pff, ja, ich vergesse das halt meistens. Wenn ich Müsli esse, esse ich Müsli und dann vergesse ich da noch irgendwas drüber zu schmeißen. So, dann habe ich hier Erdnüsse, mit denen muss ich auch mal was machen, denn die sind so geschmacklich, ja, ein bisschen fad halt, die sind ohne alles quasi. Ich mache die manchmal mit so an Gemüsepfannen und so und an Curries. Und hier sind übrigens auch noch vereinzelte Cashews mit drin, die hatte ich aber schon aufgegessen. Genau, und ich wollte jetzt mal gucken, ob mein kleiner süßer Mixer, den ich euch im Foodhaul gezeigt hatte, das schafft, daraus irgendwie so ein Erdnussmus zu machen. Also ich wollte mal so Erdnussmus selber machen oder eine Erdnusssoße. Und dann habe ich hier auch noch Mandeln. Noch ein paar Erdnüsse mit drin, hier habe ich noch Mandeln, die sind allerdings mit dem braunen Häutchen und deswegen habe ich gemerkt, dass ich die nicht so essen kann, weil ich das nicht vertrage, weil ich da Halskrabbeln und eine dicke Lippe bekomme durch meinen Heuschnupfen. Ich habe hier auch schon mal so Mandelmilch draus gemacht, aber ja, ich bin jetzt auch nicht der größte Mandelmilch-Fan, deswegen muss ich mir für die Mandeln auch mal was einfallen lassen. Vielleicht werde ich sie einfach nochmal blanchieren und dann so ein bisschen anrösten und ein bisschen Salz dran, so als Snack, weil wenn die Haut dann so abgekocht ist, da sind, glaube ich, dann auch die Allergene tot quasi. So, und noch eine Etage tiefer. Achtung! So, das ist eigentlich so meine Getreideetage, auch wenn hier oben schon so ein paar Getreideprodukte waren. Und zwar habe ich hier Hirse, noch 2 Gläser voll. Ich muss sie mal aufbrauchen, aber ich bin nicht der größte Hirse-Fan. Zumindest finde ich die Hirse von Koro nicht ganz so lecker, weil irgendwie finde ich die bitter. Vielleicht muss ich die auch nochmal richtig durchspülen dann vom Kochen. Ach, hier ist übrigens auch noch Couscous. Das hier hinten ist Hirse und das ist auch noch Couscous. Genau, aber die Hirse, also meine Schwester macht damit ganz gerne Hirseauflauf mit so Spinat und Tomaten und so. Das werde ich auch mal ausprobieren, genau, damit ich auch mal die Hirse verbrauche. Nur meistens, wenn ich Hunger habe, habe ich gar keine Lust auf Hirse, weil das immer so lange dauert, bis die weich ist. Dann mache ich dann meistens doch Couscous, weil ich dann in 5 Minuten essen kann. Ich bin halt auch so ein ungeduldiger Kocher, muss ich sagen. Dann habe ich hier von Koro noch Quinoa. Den habe ich noch nicht probiert. Ich hatte aber mal so einen anderen Quinoa, den ich ganz geil fand, weil der halt so ein bisschen knackig ist und halt so ein Gemisch aus Reis und Couscous irgendwie. Fand ich eigentlich ganz cool. Den werde ich mir auch mal demnächst machen. Dann habe ich hier Reis in so einem riesigen Glas. Diese ganz großen Gläser hier habe ich aus der Metro. Das hat, glaube ich, 5 Liter Fassungsvermögen. Und das andere da drüben 4. Ich weiß es gerade nicht so genau. Also diese mit dem, die kleineren mit Schnappverschluss gibt es alle bei Ikea. Auch noch das hier hinten, dieses längliche. Aber diese ganz großen hier, wie gesagt, aus der Metro, da habe ich dann immer Reis und sowas drin, ne? Genau. Dann habe ich hier noch Bulgur, auch von Koro. Bulgur finde ich auch ganz lecker, dauert allerdings ein bisschen länger als Couscous, weil der halt grobkörniger ist. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Wartet mal. Genau, also der hat einfach hier viel gröbere Körner, deswegen dauert der halt länger als Couscous und man kann ihn nicht so schön schnell aufgießen. So, dann habe ich natürlich immer Nudeln im Haus, weil ohne Nudeln geht bei mir gar nichts. Normalerweise habe ich Dinkelnudeln, das sind jetzt von Davard, waren das Vollkorn. Was sind denn das? Das sind keine Spaghetti, sondern die sind so ein bisschen flach gedrückt. Linguine? Sind es Linguine? Ich weiß es gerade nicht. Auf jeden Fall habe ich auch mal Nudeln im Haus, weil ohne Pasta geht bei mir gar nichts. Und natürlich Haferflocken. Das Glas ist bald leer, da brauche ich unbedingt neue. Das sind die feinen. Ich nehme eigentlich lieber die feinen, weil ich von den groben immer so Bauchschmerzen und Blähungen bekomme. Ja. Daraus mache ich dann halt zum Beispiel immer, also nicht nur Porridge und so, sondern ich mache immer aus Haferflocken Pancakes. Das heißt einfach, ja, eine Tasse Haferflocken, eine Banane zermatschen und dazu und dann Dinkelmilch und verrühren und dann braten und es klappt wunderbar, werden richtig geile Pancakes draus. Achso, ich gebe die immer noch in meinen kleinen Mixer, diesen Mr. Magic, und mache mir das quasi so zu Haferflockenmehl. Genau. So, und dann gehen wir jetzt mal in die Küche und dann zeige ich euch noch dort meinen Vorrat. So, natürlich habe ich auch immer Obst und Gemüse im Haus. Da seht ihr jetzt hinten Bananen. Warte mal, komme ich ins Bild? Genau, da sind Bananen, Mango, Avocado, da ist noch eine Gurke und noch eine halbe Avocado, die verarbeite ich gleich.
große Tomaten, kleine Tomaten und ein paar Kartoffeln. Die sind schon ein bisschen älter und schrumpelig und auch schon ein bisschen gekeimt, aber die werde ich noch essen. Dann habe ich auch immer im Haus, warte, da unten, meine Finnkorn-Toastbrötchen. Dann, genau, da ist noch eine Birne übrigens. Hinten sind noch rote Zwiebeln. Dann Olivenöl und Sonnenblumenöl habe ich auch immer da. Genau, also ich versuche immer genug Obst und Gemüse im Haus zu haben. Im Tiefkühler habe ich jetzt noch Spinat. So, und dann habe ich jetzt hier noch so zwei Fächer an diesem Regal. Da habe ich auch immer noch Sachen da, die ich immer brauche. Senf natürlich. Senf ist ganz wichtig, egal ob für Dressings, zum Kochen, halt für Doro-Würstchen oder irgendwas. Nehme ich auch ganz gerne einfach fürs Brot und dann so irgendwie Käse bzw. veganen Käse drauf. Ja, also Senf ist immer eine super Grundlage und Bautzner ist natürlich der beste, weil er kommt aus Sachsen. So, dann hier habe ich noch, oh Gott, wo ist die Verpackung dazu? Habe ich, glaube ich, weggeschmissen. Hier ist noch so ein Rest von diesen, das sind so Zartbitter-Schokoladenstreusel. Die mache ich gerne noch über Pancakes oder sowas. Dann habe ich hier nochmal eine Dose, auch so eine Lock-Dose. Da habe ich jetzt hier noch, hoppala, ich muss aufpassen, dass der nicht rausfällt, Sesam drin. Sesam benutze ich auch super, super, super gerne. Kommt bei mir überall drüber zum Topping. Kommt in Curries, damit paniere ich quasi Falafel und brate die dann an. Also ich liebe Sesam. Und hier ist auch noch ein Rest Quinoa. Dann habe ich hier noch so eine kleine Dose, da ist noch von Alnatura so ein Block von dieser, wie heißen die gleich, Mienudeln. Genau, Mienudeln drin, die benutze ich auch sehr gerne. Also für Asia, Gemüse, Pfannen und sowas, also einfach anbraten mit Gemüse und Sojasauce drüber, schmeckt super. Dann habe ich hier auch nochmal so ein Topping, also ihr seht, ich mag so gerne Topping-Sachen. Das ist jetzt so ein Körnermix von Alnavit Bio. Mit Aroniabeere, Heidelbeere und dann verschiedenen Samen, also Hanfsamen, Chiasamen, Buchweizen mache ich ganz gerne. Über Sojajoghurt oder auch über Pancakes und sowas. Ja, war aber mal in irgendeiner Box. So, dann habe ich hier nochmal Pudding. Denn Pudding ist eigentlich so eine ganz geile Variante, wenn man Bock auf was Süßes hat, aber keine Schokolade essen will. Denn den kann man einfach anrühren irgendwie mit Dinkelmilch oder Sojamilch und macht sich dann ein bisschen Stevia, Süßstoff, Agavendicksaft oder was auch immer dran und hat dann halt nicht so viele Kalorien. Aber ist halt geil so für Heißhunger. Dann habe ich hier ein Produkt, das habe ich noch nicht benutzt, weil ich noch nicht so richtig weiß, was ich damit anstellen soll. Und zwar ist das Kichererbsenmehl. Hier steht für Falafel, Aufstriche und Teige. Ich wollte nämlich eigentlich mal Falafel selber machen, aber ich habe es noch nicht benutzt. Muss ich aber wirklich bald mal machen. Und dann habe ich hier noch Rohrohrzucker. Der gehört eigentlich unten in das Fach, weil das ist eher so unten das Fach. Ja, wobei ich habe hier nicht so richtig eine Ordnung drin. Ich mache es mal weiter mit den Gewürzen. Das hier ist ein Zimt und der ist so mega geil. Den haben meine Schwester und ich beim Türkenmarkt gekauft, bei so einem Gewürzhändler. Und ich sage euch, ich habe noch nie so einen Zimt probiert. Dieser Zimt ist so süß und scharf. Also ich habe sowas noch nie gegessen. Das ist absolut kein Vergleich so zu dem Zimt, den man im Supermarkt kaufen kann. Das ist wirklich, der kommt aus, ich glaube aus Vietnam kommt der. Und der Verkäufer meinte auch, der Zimt, den wir so kaufen können, der ist meistens schon Monate oder wenn nicht sogar Jahre alt. Und das ist halt ganz frischer Zimt und der schmeckt so aromatisch. Der schmeckt wirklich, wenn ihr den Finger reinhaltet und ableckt, es schmeckt, als leckt ihr so Rohrzucker ab. Aber es ist wirklich nur reiner Zimt und der ist so geil. Den mache ich mir halt auf Porridge oder irgendwelche Süßspeisen und der ist so super toll. Ich habe den auch schon in einen Kaffee gemacht. Und dann habe ich hier, das war auch mal in irgendeiner Box, von Bill's Barbecue, Number One Original Bill's Barbecue, Würzmischung zur Herstellung von Grillsoßen. Ja, das ist so ein Gemisch aus, gar nicht, was ist hier drin, Zucker, Steinsalz, Curry, Senf und so weiter. Und das nehme ich aber nicht für Grillsoßen, sondern ich mache mir das immer an so verschiedene Tomatensoßen, an meine Bolognese-Soße und so, und nehme es einfach zum Würzen. Dann, was ich immer im Haus haben muss, ist Gemüsebrühe. Ich kaufe immer die von Alnatura, die gibt es in so einem großen Glas. Ich fülle das allerdings um, weil dieses Alnatura-Glas auch nicht mottendicht ist sozusagen und ich da auf Nummer sicher gehe, deswegen habe ich das hier drin. Und ich koche eigentlich immer mit dieser Gemüsebrühe, also es kommt bei mir immer an Reis dran, an Nudeln, also auch so als Salzersatz quasi, an Couscous natürlich. Und dann habe ich hier, die mag ich auch sehr gerne, die würde ich mir sogar mal nachkaufen, die waren auch mal in irgendeiner Box und zwar sind das so Brennnesselsamen, also eine Gewürzzubereitung mit Brennnesselsamen und Salz, die mache ich auch ganz, ganz gerne an Salate, Soßen und alles Mögliche, was ich so koche, weil ich das echt sehr, sehr angenehm finde. Schmeckt sehr gut, auch so über Tomaten und sowas. Dann habe ich hier Tee, also sind verschiedene drin, Yogi-Tee, Schokolade, dann ist hier noch Alnatura, ich glaube, wartet mal, was ist das? Apfelminze oder sowas? Ach nee, Augenblicke der Freude ist das mit Nana-Minze und Apfelblüten und dann ist hier noch
Puka, Rooibos und Pfannebusch drin. Habe ich auch hier abgepackt, weil ich auch einen Teebeutelmotten hatte damals. Ja, man mag es nicht glauben. Hier habe ich auch nochmal ein kleines Glas mit Hirse. Dann habe ich hier Backpulver. Benutze ich super selten. Ich weiß gar nicht, wofür ich das mal gebraucht habe. Ich glaube, ich werde das mal mit zum Putzen nehmen, weil ich so wenig Backpulver brauche und hier ja immer gleich so viele drin sind. Und ich backe auch super selten mit Backpulver, weil ich diesen Geschmack nicht mag, weil das immer so beißend schmeckt. Dann habe ich hier, oh Gott, was war das? Das war, wartet, lasst mich kurz überlegen. Habe ich auch super selten benutzt, Braunhirsepulver, glaube ich. Das kann man, also das war auch mal in der Box, habe ich super selten benutzt, aber man kann es halt wohl so mit Mehl benutzen, also so ein Teil vom Mehl damit ersetzen und das ist wohl super gesund und keine Ahnung was, also ich muss das auch mal irgendwie mit leer machen, damit das nicht mehr so lange rumsteht. Hier habe ich Backkakao, den braucht man natürlich auch immer, also sei es jetzt für Pancakes und zum Backen oder keine Ahnung was, also ich brauche den ziemlich oft. Und hier habe ich noch, da hatte ich mir mal Mandelmilch selber gemacht und da hatte ich dann natürlich hier diese Brösel übrig, das ist quasi ja Mandelmehl von den Resten, die man dann ausgedrückt hat. Und das muss ich auch mal benutzen. Das kann man so auch entweder zum Backen nehmen oder man macht das mit so in Müsli und sowas. So, dann habe ich hier noch Tee von Fit Tea. Da habe ich ja schon zwei leer gemacht. Hier ist auch nicht mehr viel drin. Das ist einmal der Inner Balance Tee. Der ist mit Baldrian. Genau, den trinke ich ganz gerne mal abends, wenn ich innere Unruhe habe. Und dann hier noch Inner Beauty Tee mit Frauenmandelkraut und so einem Kram. Reicht aber, glaube ich, auch nur noch für eine Kanne. Ja. Hier ist Müll. Und dann habe ich hier noch Minze mal 3. Also ein Pfefferminztee. Das war mit Krauseminze, Pfefferminze und Orangenminze. Siehst du, den muss ich mal wieder trinken. Den habe ich voll lange nicht getrunken, weil der hier so in Vergessenheit geraten ist. Der kommt eigentlich auch eher ins untere Fach. Aber naja. Und hier hinten habe ich noch ein Gewürz, das ich auch endlich mal ausprobieren muss. Das ist nämlich so ein Tofu-Feta-Mediterran-Gewürz. Da kann man quasi Tofu so einlegen, dass er schmecken soll wie Feta. Und das habe ich noch nicht ausprobiert. Ich habe es, glaube ich, einfach mal so... Nee, es ist sogar noch zu. Ich dachte, ich habe es mal so zum Würzen genommen. Denn normalerweise funktioniere ich einfach diese Würzmischung immer um. Hier sind jetzt drin Knoblauch, Chili, Paprika, Meersalz, Zwiebel, Basilikum, Rosmarin, Oregano, Petersilie. Das heißt, man kann es eigentlich auch einfach so als Gewürzmischung benutzen. Also ich liebe halt Gewürze, ne? Und ich bin ein super großer Gewürzfan. Ist das Bio? Ne, ich glaube, es ist nicht Bio. Aber vegan steht zumindest drauf. Gut, was soll an Gewürzen jetzt auch nicht vegan sein, ne? Das finde ich manchmal ein bisschen lächerlich, was die Leute da so draufschreiben. Aber gut. So, dann gehen wir mal in die letzte Etage meines Vorrates. Der Rohrzucker, den habe ich euch gerade schon gezeigt. Habe ich eigentlich normalerweise nicht im Haus. Ich habe ihn nur letztens gebraucht, weil ich Kuchen gebacken habe. Ja, und jetzt werde ich ihn mal mit leer machen. Dann habe ich meistens da Mehl. Aber das Weizenmehl ist auch nur, weil ich Kuchen gebacken habe. Normalerweise habe ich nämlich Dinkelmehl da. Gut, hier habe ich noch Weizenvollkornmehl. Okay, ich gebe mich geschlagen. Ich habe auch ab und zu mal Weizenmehl da. Also Weizenvollkornmehl und das andere war, das auch Vollkorn? Nee, nur Weizenmehl, genau. Dann habe ich hier, das gab es ja bei der Mängelexemplarpremiere, Coa Wach, so ein Kakaopulver mit Guarana habe ich noch hier. Dann habe ich hier, das ist Roh, der heißt noch irgendwie anders, das ist nicht Rohr. Rohrzucker? Ach, ich weiß nicht, das ist irgendwie auch ein Zucker. Ich weiß gar nicht mehr, was es war. Auch irgendein Rohrzucker, aber so ein ganz feiner und der klumpt immer mega zusammen. Den nehme ich ab und zu zum Süßen, so für meinen Getreidekaffee und so. Dann habe ich hier eine Vanillemühle, halt für meinen Porridge und alles mögliche. Agavendicksaft nehme ich meistens zum Süßen. Dann habe ich hier noch Getreidekaffee von Denry. Trinke ich sehr, sehr, sehr gerne. Also ich trinke selten normalen Kaffee, weil ich da immer so innere Unruhe wieder bekomme durchs Koffein. Und ja, deswegen bin ich auch mit diesem Guarana-Zeug relativ vorsichtig. Aber ich mag Getreidekaffee wirklich sehr, sehr gerne. Hier habe ich noch mal ein bisschen Tee. Hier ist jetzt grüner Tee Matcha drin. Den habe ich auch schon ein bisschen länger hier drin. Weil ich mich da auch nicht so rantraue, so, weil Matcha und grüner Tee, das ist schon wieder so nervenaufreibend. Hier habe ich von Xucker den Premium 100% Xylit aus Finnland. Allerdings habe ich da echt, also man sagt ja sowieso, dass sich der Körper daran gewöhnen muss, aber... Aber ich merke trotzdem, dass ich da immer so ein bisschen Magen-Darm-Probleme davon bekomme. Also ich weiß nicht, mein Magen-Darm-Trakt mag das Zeug anscheinend nicht so. Also ich kriege da so ein bisschen Blähungen, Bauchschmerzen und so. Und deswegen benutze ich das auch nur mit Vorsicht. Deswegen ist das auch noch recht voll. So, hier hinten habe ich nochmal Teezeug. Oh, das ist mehr so Krankheits- bzw. Gesundheitstee. Hier habe ich einmal Blasen- und Nierentee, weil ich mal... Jetzt vor 2 Monaten so eine Blasenentzündung hatte und
Fenchel, Anis, Kümmeltee sollte man eigentlich auch immer im Haus haben. Da hinten seht ihr noch so Weizen, nicht Weizenprotein, so Whey, also so Proteinpulver hatte ich mal bei vor einem halben Jahr oder wann das war, bei MyProtein bestellt, habe es aber nur dreimal benutzt und jetzt weiß ich nicht mehr, was ich damit machen soll. Also ja. Was natürlich auch nicht fehlen darf, sind, also was ich immer da habe, sind verschiedene Essige. Hier habe ich so Reisessig mit Zitronengrasnote und Passionsfruchtessig. Super für Salate und verschiedene Öle. Neben Olivenöl habe ich zum Beispiel noch Trüffelöl oder das Sonnenblumenöl, habe ich euch schon gezeigt. Was immer da sein muss, ist Sojasauce. Weil ich esse so gerne Sojasauce, also einfach nur Sushi Bowl, das heißt Reis mit Gemüse, Sojasauce drüber, ist einfach so geil. Und ich nehme Sojasauce auch ganz, ganz gern zum Würzen. Ein Gewürz, was ich auch immer da haben muss, ist Muskat. Das ist jetzt schon gemahlen von Alnatura, habe ich in so ein Glas umgefüllt. Und dann habe ich hier noch ganze Muskatnüsse. Also Muskat ist so ein tolles Gewürz. Man sollte es noch nicht zu stark verwenden, weil es dann bitter wird. Aber so an Kartoffelmus und so ist einfach Muskat mega geil. Dann habe ich Ursalz von Erntesegen zum Kochen. Ja, naturbelassen. Und hier noch so eine Meersalzmühle, aber ich benutze nicht mehr so viel Meersalz, weil halt in Meersalz auch relativ viele Schadstoffe drin sind. Oh, sieht man es überhaupt noch? Ich stelle es mal hier vor. Dann habe ich hier noch so zwei Gewürzmühlen aus Polen damals. Wenn irgendwas im Hintergrund rauscht, wundert euch nicht. Ich koche gerade noch. Hier habe ich einmal so einen gemischten Pfeffer, also bunten. Und das war so eine Tomatensalzmühle irgendwie. Die war ganz lecker. Und dann hier noch so verschiedene Billiggewürze. Aber ich will halt vermehrt auf ordentliche Gewürze umsteigen, weil man einfach den Unterschied schmeckt. Nur Gewürze sind halt mega, mega teuer. Deswegen habe ich jetzt hier noch von Mai Tai, das gab es mal bei Penny, Kurkuma gemahlen. Kommt mit an Curry und sowas ran. Dann natürlich noch Currypulver. Halt das Billige, das schmeckt auch nicht besonders gut. Aber naja, wenn halt mal Curry mit ran muss. Und Paprika edelsüß. Genau. So, ich hoffe, euch hat das Video ein bisschen gefallen und ein bisschen interessiert und ihr habt mal so einen kleinen Einblick in meine Koch- und Küchenvorräte bekommen. Hier hinter mir brät jetzt gerade ein bisschen Gemüse, weil ich mir gleich eine Sushi-Bowl mache. Vielleicht zeige ich die euch dann noch. Und ja, ich wünsche euch auf jeden Fall schon mal einen ganz schönen Tag und wir sehen uns. Bis bald! So, zum Mittag gibt es bei mir jetzt Sushi-Bowl. Das heißt einfach eine Tasse Reis mit verschiedenem Gemüse. Ich habe hier noch TK-Erbsen und Bohnen gehabt. Die habe ich einfach ein bisschen angebraten und ein bisschen mit Sojasauce abgelöscht und habe sie mit dazugegeben. Und dann ist da noch mit drin grüne Gurke, Avocado und so ein Tomatenmix mit so kleinen gelben Tomaten, so lila, grünlichen und roten. Und dazu kommt auch noch ein bisschen Sojasauce und die Kombination ist so geil mit dem warmen Reis und dem kalten Gemüse. Das schmeckt einfach mega, mega gut und geht super schnell. Kann ich euch nur empfehlen. Heute gibt es mal wieder ein Food Haul. Ich war ein bisschen einkaufen und schwitze dementsprechend noch. Mir ist gerade so warm. Ich bin gerade erst reingekommen und ich kann das Fenster nicht aufmachen, weil vor meinem Fenster ist ein Spielplatz und die Kinder kreischen immer wie angestochene Schweine und deswegen ist es mega laut. Und ja, deswegen schwitze ich mir hier gerade irgendwie einen Ast ab.